Ubisoft Presents. Ja, Rayman Origins, hallo und herzlich willkommen damit zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen Rayman Origins und wir werden es 100% durchspielen. Ich habe schon mal gespielt, ich glaube aber nur ein Drittel oder so. Es wird verdammt schwer, es wird hart werden, aber ich habe mir vorgenommen, 100% schaffen. So. Ich spiele es mit dem Xbox-Controller, weil mit Tastatur ist es nicht so geil. Und ja, ich habe mein Spielstand jetzt einfach gelöscht. Und dann fangen wir gleich mal an. Erstmal die wunderschöne Story. Ein schöner großer Baum. Seifenblasen. Nein, der Typ braucht Pfeife. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist einfach so unglaublich lustig, das glaubt ihr gar nicht. Deswegen wollte ich es einfach mal spielen. Da haben wir Rayman. Globox kenne ich auch. Den alten weiß ich nicht, wie er heißt und der kleine Typ auch nicht. Auf jeden Fall die unfassbar geniale Story ist, dass das Schnarchen die alte Oma da stört. Jetzt schon lachen. Ist denen relativ egal. Rayman frisst weiter. Die alte Oma wirft jetzt allerhand Zeug rein, okay. Schreien alle. Oh mein Gott. Und jetzt ist bisschen Action mal in ihrem tristen Alltag, wie sagt man? Ich weiß es nicht. Auto wurden gefangen genommen. Das ist schade. Okay. Ich habe mich mal befreit. Rennen kann ich. Springen kann ich. Ich häng mich mal an sein Bart. Aha, befreit. Hey, du Klatschfidela-Held. Sieht's aus, als ob der Eismeister mal wieder Blasen spuckt. Völlig durchgeknallt, der Kerl. Wir werden diesmal viele Elektrons brauchen, um ihn wieder in Schuss zu kriegen. Der hat gerade seinen Kopf aufgehoben. Ja, okay. Dann los. So, Ladebildschirm. Kann man spielen. Finde ich sehr geil. Man kann es auch zu zweit spielen, vielleicht, da kommen bestimmt mal ein oder andere Personen, die was hier mitspielen werden. Das sage ich euch jetzt schon mal, aber am Anfang fange ich mal alleine an. So, die Musik ist auch unfassbar genial in dem Level. Der reinste Urwald, okay. Fangen wir an, erstes Level. So. Genau. Können den Wandsprung machen und laufen. Erstmal schlagen können wir noch nicht mal. Das lernen wir erst. Lass mich raus. Und das geht. Für die 100% müssen wir möglichst viele Elektrons sammeln, diese Dinger da. Ne, es sind gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir die Dinger sammeln. Da, das müssen wir töten. Hier oben gibt es bestimmt auch noch was. Muss hier alles durchschauen. Ja, genau. Die Münzen geben 20. Piratenmünzen nenne ich die mal, weil da so ein Totenkopf drauf ist. Aha. Nein, ich muss da drauf. Es gibt alles Punkte. Wir brauchen nämlich eine bestimmte Anzahl, damit wir das schaffen. So. Ich mach das an. Hui. Oh, schnell. Nein, jetzt habe ich eins übersehen. So, töten wir ihn. Und jetzt befreie ich dich. Juhu! Bravo! Schön sieht sie aus. Kraft zum Angriff! Jetzt kann ich schlagen, endlich. Wird Zeit. Kann doch
auffüllen und dann hat man die fette Faust. Aufladen meine ich. Boom. Boom. Boom, boom. Juhu. Kaputt. Die müssen wir schlagen, das ist immer ein Checkpoint, soweit ich weiß, wenn man da durch ist. So, die was in der Blase sind, die Dinger, die bleiben nicht ewig lang. Bleiben nur für eine begrenzte Zeit da. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. So. Was haben wir hier noch? Noch so ein Ding da. Damit töten wir schnell die. Nein! Mein Herz! Und diese Königin hatten wir ja vorher schon mal. In der Zeit zählen alle Dinger doppelt. So, die Münze da oben vergesse ich nicht. Aber die zählt nicht doppelt, deswegen habe ich die erstmal noch gelassen. Aua! Das wollte ich jetzt nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Mann. Schade. Gleich mal im ersten Level gestorben. Einmal. Haha. Nicht schlecht. So. Oh, jetzt habe ich den da oben nicht mehr rechtzeitig bekommen. Naja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel ich brauche. Damit ich das... Oh, da. Das ist immer das Ziel. Wir müssen den Käfig befreien. Dafür müssen immer alle Gegner töten. Was in dem Ding da steht. Und du noch. Und Attacke. So. Gibt immer Käfige zu befreien. Da tanzt er schön. Wenn zweiter Spieler ist, dann hat der zweite Spieler halt da auch noch Punkte. 150 brauchen wir für die Medaille da. Ja, die haben wir geschafft. Wunderbar. Erstes Level gleich mit 100% abgeschlossen. Perfekt. Und da. Da haben wir schöne Musik. Da tanzen wir immer schön. Oh, verdammt. Ich mag die Musik da. Ach, das Herz bleibt uns. Oh, cool. Boom. Später wird es noch viel lustiger, wenn wir dann, Elektronen wir brauchen. Am Ende müssen wir nämlich Zähne sammeln. Dazu kommen wir aber später. Ja. Ja, wird später noch sehr lustig. Mit Globox und den ganzen anderen Charakteren. Gut, was sagst du denn? Diese faulen Sportsfreunde sind Lums. Ah, genau, die Elektrons waren die. Ah, okay. Der redet schön. Die Elektrons sind die rosanen Dinger. Für jene, die ihre Energie einzusetzen müssen, können Lums sehr leuchtend sein. Den nächsten lasse ich dich mal ausreden, okay. Ah, genau, Schädelmünzen. Du sagst es. 25 Münzen. Ah, in Brand stecken. Zwei Vereinen. Hinterzeit. Ah. Dann schlafen sie wieder. Okay. Okay, das war's. Schauen wir mal. Oh. Kommen alle her. Aus Musik. Muss da runter, um mir die Münze holen. Oh, nee, nicht. Nein! Lass mich da drauf! Oh, danke. Oh, das war knapp. So, okay. Raus aus dem Scheißwetter. Ah, da ist die Musik. Ich liebe die Musik in dem Spiel. Wirklich. Ah, scheiße. Also, gehen wir mich gleich sterben lassen, damit wir das schaffen können, auch überhaupt. Boah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ja, so ist schon besser. So, sehr schön. Das war gut. Oh, was war denn da? Da ist auch was gekommen. Ja.
Und ihr beiden noch. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. Also, ich wollte euch noch erzählen, wie ich dazu komme, jetzt dieses Spiel zu spielen. Das, ich habe nämlich ja mein iPhone 5 zu Weihnachten bekommen und da habe ich mir ein paar Spielchen auch geholt. Unter anderem Rayman Jungle und auch im Geheimnis entdeckt. Sehr schön. So, extra Käfige. Wir können noch gar nicht fliegen. So. Okay, unter anderem Rayman Jungle Run und das fand ich so cool. Da habe ich Rayman Origins mal wieder ausgepackt. So. Genau, und deswegen zocken wir es jetzt. So, es gibt zwei Käfige in jedem Level. Ein Hammer. Den dritten gibt es immer am Ende. Die lassen uns hochspringen. Und ich finde einfach der Stil, der ist so schön gezeichnet. Schnell alles sammeln. Sehr schön. Nee, die Königin wartet noch auf uns. Die Untertanen dürfen noch ein bisschen so bleiben. Haben wir unten noch was? Nee. Drüben noch irgendwo was? Ich will ja nichts übersehen. Ich glaube, hier haben wir was verkackt. Das müsste eigentlich auf. Na, schauen wir gleich. Moment. Ja. Da hat es gerade geklopft. So, okay. Aber jetzt geht's weiter. Nein, da komme ich noch nicht hoch. Geh mal weiter. Jetzt bin ich allein. Jetzt ist keiner da, der stören könnte. Haha. Okay. Auf geht's. Schnell hier durch. Dumm ist fast. Das riecht nur noch 10 Mal gegen den Wind. Haha. Wusste ich's doch. Nein, nein. Wow, das war eng. Ja, ich weiß, dass man springt. So mache ich das schon die ganze Zeit. Stopp. Jetzt sprinten. Da unten, das ist auch ein Secret. Das sieht man jetzt schon. Boom. Okay. Gebe ich hier rein. Ich glaube, man braucht 350 für die normalen Level. So, alles auf einmal getötet. Sehr schön. Juhu, da tanzt er wieder schön und das Ding haben wir jetzt leider nicht mehr getötet. Egal. Da oben ist doch auch was, oder? Komm ich nicht hin. Dann gehen wir weiter. Lass mich da runter und dann wieder hoch da schnell. Und darauf. So ist gut. Oh, jetzt schnell die Königin. Ich brauche die Dinger. Ja. Das war die Hauptsache. Aber ich muss erst noch ein bisschen reinkommen, dann wird es auch wieder. Oh, lass mich hin, lass mich hin, lass mich hin. Puh. So. Ja, jetzt fehlen ein paar. Und wieder hoch. Warum komme ich da jetzt hin? Ja. Glück befreit. Ja, jetzt haben wir leider nicht alle 350, was wir brauchen für die Mega-Medaille. Fehlen uns ein paar. Irgendwas haben wir übersehen. So eine Piratenmünze oder so. Naja. Zumindest haben wir mal alle Elektrons, was man holen kann, bekommen. Medaille holen wir uns einfach nächstes Mal noch. Wie genau ich das jetzt mache, also wann, ob ich jetzt ein Level erstmal eine halbe Stunde spiele, bis ich es ganz 100% durch habe oder erstmal alle durchspiele. Schauen wir mal, wie ich lustig bin. So. Und weil ich jetzt gerade Lust drauf habe, machen wir den ersten Part ein bisschen länger. Und machen hier noch die Zeit-Challenge. Muss man nämlich so schnell wie möglich das Level durchspielen einfach. Die gibt es im ersten Level noch nicht. Das ist die Uhr in der Mitte. Die Zeit-Challenge.
Oh, ich bin noch ein bisschen müde, bin gerade erst aufgestanden. Deswegen, so, die Zeit. 1, 2. Okay, ganz schnell. Ganz schnell. Wir wollen den Pokal und nicht nur den Punkt. So. Und dadurch. Nehmen wir mit, weil wir es können. So. Kommt ganz schön schnell durch, wenn man das möchte. Lass mich da durch. Wow, das war eng. Das war sehr eng. Und weiter. Da warte ich. Na, das hätte ich bestimmt geschafft, aber was soll's. Lass mich da weiter. Ich muss da hoch, ich muss da hoch, ich muss da hoch, ich muss da hoch. Aha. Oh oh, jetzt wird's. Das ist Ziel, das ist Ziel, das ist Ziel. Na wunderbar. Sogar den Pokal bekommen. Juhu! Wunderbar. Gut. Dann haben wir das Level fast abgeschlossen. Nächstes Mal spielen wir es nochmal schnell durch. Um die Medaille zu bekommen. Ja, und dann vielleicht schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Sagt mir, wie es euch gefällt, das Spiel. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.